Hallo und herzlich willkommen bei Lurelda.de. Schauen wir uns nun eine weitere Anwendung an zum Thema Erwartungswerte der Wahrscheinlichkeitsrechnung, nämlich wenn wir Roulette spielen, also ins Casino gehen und dann Roulette spielen und dann die sogenannte Verdopplungsstrategie anwenden. Das heißt, ich mache mal ein Beispiel. Wir setzen auf Rot. Das heißt, es gibt da Rot und Schwarz und die Null, aber die Null lassen wir da einfach teilweise mal weg. Und stellen wir uns mal in der ersten Runde. In der ersten Runde verlieren wir, das heißt, es kommt Schwarz. Wir haben 1 Euro eingesetzt. Nun haben wir den Euro natürlich verloren. Und wir überlegen uns, wir setzen es in der zweiten Runde einfach 2 Euro ein, statt 1 Euro. Stellen wir uns mal in der zweiten Runde, verlieren wir wieder, es kommt wieder Schwarz, weil wir wieder auf Rot gesetzt haben. Und dann setzen wir nun 4 Euro. Dann stellen wir uns vor, in der dritten Runde haben wir endlich Glück und es kommt Rot. Das heißt, wir haben 4 Euro eingesetzt, bekommen das Doppelte raus, also haben wir 8 Euro rausbekommen. Was haben wir eingesetzt? Wir haben eingesetzt den 1 Euro am Anfang in der ersten Runde, dann die 2 Euro in der zweiten Runde und die 4 Euro in der dritten Runde. Das heißt, wir haben insgesamt 7 Euro Einsatz gezahlt. Das heißt, Nettogewinn liegt bei exakt 1 Euro. Und tatsächlich ist es so, wir müssen nur lang genug warten, bis wir gewinnen. Und wir haben am Ende immer 1 Euro mehr, als wir insgesamt Einsatz gezahlt haben. Das kann man auch mit Hilfe des Erwartungswerts zeigen, dass es so ist. Stellen wir uns also vor, E von X, der Erwartungswert dieses Spiels. Nun, dass wir in der ersten Runde gewinnen, ist die Wahrscheinlichkeit 1,5. Wenn wir gewinnen, wir haben 1 Euro eingesetzt und würden dann 2 Euro rausbekommen, das heißt, wir haben 1 Euro gewonnen. Dass wir erst in der zweiten Runde gewinnen, dafür ist die Wahrscheinlichkeit 1/4. Ja, wir müssen in der ersten Runde verlieren und dann in der zweiten Runde gewinnen. Wenn wir das dann ein Baumdiagramm zeichnen würden, ist 1/2 mal 1/2, ist 1/4. Wie hoch würden wir gewinnen? Wieder 1 Euro. Wir hätten ja 2 Euro und 1 Euro eingesetzt und würden 4 Euro rausbekommen, also gewinnen 1 Euro. So geht es dann immer weiter. In der dritten Runde hätten wir dann die Wahrscheinlichkeit 1/8, dass wir gewinnen und hätten wieder 1 Euro gewonnen. So wie es hier auch passiert ist. Stellen wir uns aber vor, es könnte auch viel länger gehen, dass wir vielleicht auch die ersten 3 Runden verlieren. In der vierten Runde werden wir wahrscheinlich nur 1/16, dass wir den 1 Euro gewinnen und so weiter. Das heißt, es wird immer unwahrscheinlicher, dass wir so lange brauchen. Und wir hätten dann immer 1 Euro gewinnen. Wenn wir das mal ausrechnen, das heißt, wir haben 1 Euro hier überall stehen, das heißt, das können wir ausklammern. 1 Euro mal, und jetzt hier 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus 1/16 und so weiter. Plus 1/4 plus 1/8. Und jetzt kann man zeigen, dass gerade diese Summe 1/2 plus 1/4 plus 1/8, das ist ja immer noch die Hälfte davon, dass das, wenn man es unendlich lang weiterführt, dass es exakt 1 ist. Das heißt, es nähert sich immer weiter 1 an. Und wenn man es unendlich lang weiterführen würde, wäre es tatsächlich 1. Und da steht 1 Euro mal 1, also ist wahrscheinlich der Erwartungswert des Spiels tatsächlich 1 Euro. Das heißt, das Spiel, egal wie lange ich es spielen muss, irgendwann dann gewinne ich diesen Euro. Und das heißt, mein Erwartungswert ist ein sicherer Euro. Nun, die Frage ist, warum mache ich das nicht? Warum gehe ich nicht ins Casino und sage, ja, ich spiele einfach 100 Mal dieses Spiel, gewinne jedes Mal 1 Euro, habe 100 Euro gewonnen, völlig ohne Risiko. Nein, das Problem ist, es ist doch nicht völlig ohne Risiko, weil man hat nicht unbegrenzt Geld dabei. Oder vielleicht verbietet das Casino ja auch, dass man länger als oder einen höheren Einsatz hat als 1000, als 2000, als 5000 Euro. Das ist natürlich auch dann ein Problem, selbst wenn man das Geld hätte. Das heißt, wenn man irgendwann mal ganz, ganz oft verloren hat, wenn es noch so unwahrscheinlich ist, kann es ja passieren. Und dann wird der Einsatz ja immer verdoppelt, dass der Einsatz so groß ist, dass man ihn nicht mehr zahlen kann. Da hat man das ganze Geld, das man eingesetzt hat, verloren. Schauen wir uns das mal mit Hilfe des Erwartungswerts an. Stellen wir uns vor, wir haben maximal 1000 Euro.
Oder sagen wir, 1500 Euro ist auch in Ordnung. Stellen wir uns vor, entweder das Casino erlaubt es nicht mehr oder wir haben einfach nicht mehr Geld dabei. Jetzt schauen wir uns an den Erwartungswert für unseren Gewinn. Nun, das geht so los wie gerade eben. Wahrscheinlich ein Halb, dass wir den Euro gewinnen. In dieser ersten Runde haben wir gerade 1 Euro eingesetzt. Das heißt, das können wir nebenlos zahlen. Einsatz 1 Euro. Die zweite Runde, wenn wir das verlieren, wie hier oben schon gesehen, ist ein Viertel mal 1 Euro. Hier war der Einsatz 2 Euro. Falls wir in dieser Runde gespielt haben. Nächste Runde 1 Achtel mal 1 Euro. Mal 1 Euro. Und so weiter. 1 Sechzehntel. Wahrscheinlichkeit halbiert sich immer weiter. 1 32, 1 64, 1 128, 1 256. Und 1024. Und schauen wir mal, wie viel Einsatz wir in der jeweiligen Runde hatten. Hier hatten wir 1 Euro Einsatz, in der zweiten Runde 2 Euro. Wir wurden immer verdoppelt, das ist ja gerade die Strategie. Deshalb wären es 4 Euro, hier wären es 8 Euro, hier ist 16, hier 32, hier 64, hier 128, hier 256. Und hier 512. Nun, die nächste Runde können wir aber schon nicht mehr zahlen, weil 1024 Euro, was die nächste Runde wäre, und wir haben schon so viel eingezahlt, hier 500, 200 und so weiter, ja, das könnten wir nicht mehr zahlen. Das heißt, würden wir diese Runde verlieren, wäre alles verloren, was wir eingesetzt haben. Das heißt, es könnte passieren, dass wir hier auch mit der Wahrscheinlichkeit von 1024, ja, es war in dieser Runde 1024 ist wahrscheinlich, dass wir gewinnen. Also es ist auch 1024 ist wahrscheinlich, dass wir verlieren. Nun, aber wir würden dann viel mehr als in 1 Euro verlieren, sondern alles, was wir bisher eingesetzt haben. Das heißt, mit dem Minus deute ich schon an, das wäre der Verlust. Das wird alles, was wir bisher eingesetzt haben. Wir haben 512 Euro eingesetzt. Wir haben 256 Euro eingesetzt. Wir haben 128 Euro eingesetzt. Und so weiter. Also bis zu dem Euro am Anfang. Das würden wir also alles verlieren, mit der Wahrscheinlichkeit von 1024. Nun, das ist sehr unwahrscheinlich, ja, nur in jedem tausendsten Fall passiert das etwa. Aber wenn, dann haben wir alles verloren. Und das ist ein sehr, sehr hoher Verlust, nämlich, wenn man es ausrechnet, exakt wäre das, mit das wir ausrechnen, 1023 Euro. Das heißt, hier steht, das hier wäre dann insgesamt 1023 Euro durch 1024, also gerade minus 1023 durch 1024 Euro. Das hätten wir verloren. Und jetzt schauen wir mal an, was wir da alles gewonnen hätten in dem anderen Fall. Da kann man wieder den 1 Euro ausklammern. Da steht also wieder da, 1,5. Plus 1 Viertel und so weiter, bis wir 1024 haben. Minus die 1023. Und tatsächlich kann man hier erkennen, wenn wir den Hauptnenner bilden würden, nämlich 1024, würde auch exakt 1023 rauskommen. Das kann man überprüfen. Das heißt, mal 1, es würde ja auch genauso 1023 durch 1024 mal 1 Euro stehen, also einfach Euro, minus 1023 durch 1024 Euro. Und das sehen wir natürlich sofort. Das heißt, die ganze Wahrscheinlichkeit, dass wir hier gewonnen hätten, und den ganzen Erwartungswert, der gleicht sich gerade durch diesen sehr unwahrscheinlichen, aber sehr extremen Verlust hier aus, gerade 0 Euro. Und ihr seht, das kürzt sich gerade weg. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit beim Roulette in der Verdopplungsstrategie
durchschnittlichen Gewinn zu erzielen, ist exakt 0. Das heißt, wenn man die Verdopplungsstrategie anwendet, ist die Wahrscheinlichkeit, beziehungsweise der durchschnittliche Gewinn, exakt 0 Euro. Das heißt, die Strategie funktioniert nicht so, dass wir einfach nur hingehen müssten und dann einfach einen sicheren Gewinn hätten. Schaut doch mal auf der Homepage www.lorella.de vorbei, besucht uns bei Facebook. Dankeschön.